Jawohl, Aufzeichnung läuft. Dann sage ich einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar. Müssen wir auf die Zunge beißen, das Wort Webinar, das jetzt markenrechtlich geschützt ist, nicht mehr zu verwenden. Ich begrüße ganz herzlich den Christian Boch, unseren heutigen Referenten. Wunderschönen guten Morgen, auch Und von mir. auch den Jochen Meyer, der mir bei der Moderation zur Seite steht. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich begrüße alle Teilnehmer unserem heutigen Online-Seminar, die sich für das Thema interessieren und am Sonntagmorgen zu uns gestoßen sind. Nach einer kurzen Begrüßung gebe ich gleich zwei, drei Hinweise zur Technik, wie Sie sich bei unserem Online-Seminar einbringen können. Dann wird der Jochen was zur DHH sagen und unseren Referenten vorstellen. Nach dem Vortrag von Christian Boch, der auch mit ganz viel Zeit für Fragen geplant ist, habe ich noch weitere Informationen zu DHH-Infomaterial-Ansprechpartnern, noch ein paar Vorschläge für weitere Online-Seminare. Ende 12 Uhr, man kann es nie so genau sagen. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen und auch ganz viel Zeit für Ihre Fragen auf alle Fälle. In diesem Online-Seminar sind Sie als Teilnehmer Zuschauer. Das heißt, Sie können uns sehen, uns hören. Sie sind allerdings für andere Teilnehmer nicht sichtbar, nicht hörbar. Dennoch wollen wir die Interaktion mit Ihnen. Sie haben im unteren Menü in dem Zoom-Fenster gibt es die Möglichkeit, das auf das Symbol mit Handheben zu drücken. Das können wir machen, wenn wir einen kleinen Stimmungsbild einholen. Dann fragen wir Sie was. Dann wäre es schön, wenn Sie mit dem Handzeichen uns eine Rückmeldung geben. Daneben gibt es den F- und A-Knopf. Da können Sie Fragen eintragen. Das ist auch gewollt so. Bitte nutzen Sie diese Fragen-Antworten-Knopf. Stellen Sie Ihre Fragen auch gerne schon, während der Vortrag läuft. Das können Sie, wir werden dann nach jedem Themenblock die Fragen durchgehen und bei jeder Frage auch den Vornamen vorlesen. Wenn Sie das nicht möchten, wenn Sie Fragen anonym stellen wollen, geht das auch. Dann haken Sie diesen bei anonym senden den Haken einfach an. Nach der Beantwortung sind dann die Fragen für alle Zuschauer sichtbar. Wir machen auch Umfragen zwischendrin. Das ist eine aus der Corona-Zeit, die ich nicht live mit Ihnen mache. Da gibt es immer eine Umfrage mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Sie picken die für sich richtige raus, und danach wird das Resultat für alle freigeschaltet werden. Genau, jetzt habe ich es erklärt. Jetzt machen wir es auch direkt. Genau, wir hatten ja für das Wochenende einige Anmeldungen und ich bin mir nicht sicher, wer heute dabei ist. Ich möchte trotzdem gerne wissen, wer Sie denn sind und bitte Sie mal anzuklicken, aus welchem Bundesland Sie uns heute zugeschaltet sind. Kann sein, dass das Bundesland ist nicht alphabetisch sortiert, weil es ist unseren Landesverbänden zu sortiert. Vielleicht dauert es einen Augenblick, bis Sie diese richtige gefunden haben. Aber es sind alle Bundesländer dabei, da bin ich mir ziemlich sicher. Warte noch kurz. Ich glaube, das sieht gut aus, das nehmen wir mal. Zeige Ihnen auch das Ergebnis. Der Spitzenreiter Christian, sein ganzer Fanclub ist dabei. Aus NRW haben wir heute den Spitzenreiter. Auch viele aus Bayern und aus dem Norden. Berlin-Brandenburg vermissen wir. Da müssen wir mal gucken, wie wir die auch noch bekommen. Okay, super. Vielen Dank dafür. Dann würde ich gerne noch einen Einblick bekommen, aus welcher Altersgruppe sind denn heute die Leute dabei? Und hier können Sie mehrere Häkchen setzen, wenn verschiedene Altersgruppen vor dem PC sind. Ah, okay. Auch das sieht spannend aus. Jawohl. Das nehmen wir mal. Dankeschön für die Mitbeteiligung. Also, hier sieht es so aus: der größte Teil ist der über 60-Jährige. Auch die über 50-Jährigen sind stark vertreten. Aber wir haben auch diejenigen 20, 30, 40. Alles klar, gut. Danke für dieses Stimmungsbild, diese Rückmeldung. Und jetzt kommt die für mich wichtige Frage. Ich würde gerne wissen, wer aus dem Teilnehmergeist ist denn schon Mitglied in der Deutschen Huntington-Hilfe? Da hatten wir gestern ein ziemlich klares Bild. Das sieht heute ähnlich aus. Das sieht heute sehr ähnlich aus. Alles gut. Okay, zeige ich Ihnen auch. 70%, 68% zu 30%. Das freut uns sehr. Also das Webinar, oder ich glaube nicht, das Online-Seminar ist offen für alle. Also dürfen Mitglieder wie Nichtmitglieder daran teilnehmen.
Wir freuen uns über jeden, den wir erreichen können über dieses Medium und möchte jetzt gerne, ich gebe das Wort jetzt an den Jochen über, dass er mal ein paar Worte sagt zur deutschlandigen Hilfe. So, Jochen, du darfst, Moment. Jetzt. Wunderbar. Nochmals einen wunderschönen guten Morgen an alle. Und ich finde es toll, dass wir mit unseren Seminare in der Corona-Zeit einfach die Menschen erreichen. Das ist eigentlich auch unser Ziel von der Deutschen Handikenhilfe, die damals vor jetzt knapp 50 Jahren sich durch einzelne Familien und Interessensvertretungen zusammengefunden haben. Und das Ganze natürlich bundesweit, erstmal regional und dann hat sich das Ganze ausgeweitet. Und ich denke, wir haben in den letzten 50 Jahren brutal viel erreicht. Was haben wir denn erreicht? Wir haben erreicht, dass wir eine Geschäfts- und Beratungsstelle hier in Duisburg haben, an unserem Stammsitz, wo es ganz individuelle Beratungen gibt. Und das ist für ganz, ganz viele Menschen auch sehr, sehr wertvoll. Ich selber habe seit circa 3 Jahren da auch ein bisschen immer mehr Einblick, wenn die Leute in der Geschäftsstelle hier mal im Urlaub sind oder wenn die Geschäftsstelle nicht besetzt ist, springe ich ab und zu mal ein. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, welche, sage ich mal, Menschen und welche Problemstellungen hier auflaufen. Und man kann brutal viel helfen. Und deswegen finde ich es so extrem wertvoll, dass wir die Geschäfts- und Beratungsstelle hier in Duisburg haben. Diese erreicht man von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Und natürlich erreicht man auch uns regional. Regional, das heißt in den 6 Landesverbände, die wir haben, aber auch regional im Bereich unserer Selbsthilfegruppen. Sprechen Sie uns einfach an, gehen Sie her, nehmen Sie das Angebot an und kontaktieren Sie uns, vernetzen Sie sich mit uns. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wie wichtig das teilweise auch für Angehörige ist, wenn man einfach jemand hat, der, und es kam gestern ganz, ganz toll raus in diesem, Kamingespräch oder offenen Austausch mit den Angehörigen, dass man einfach die Leute hat, mit denen man auf gleicher Wellenlänge oder auf Augenhöhe diskutieren kann und die Probleme und die Problemstellungen zu Hause kennen. Ja, was machen wir sonst noch? Wir machen bundesweite Veranstaltungen wie Angehörigentreffen heute, Genträger, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Genauso wie die Ü35-Leute und natürlich auch die DHH-Aktive oder Jugend, die wieder total neu ins Leben gerufen wurde und reaktiviert wurde und es da ganz, ganz tolle Aktivitäten gibt. Werden Sie einfach teil, nehmen Sie die Informationen mit. Wir haben Jahrestagungen, Fachkongresse, wo es Neuigkeiten aus der Forschung gibt. Quartalszeitschriften wie unseren Handikenkurier, wo ganz, ganz viele Informationen aus der Region, aber auch zu speziellen Themen und der Forschung es gibt. Und werden Sie Mitglied, schauen Sie einfach, wir haben ein paar Vorteile, die ich jetzt gern noch ein bisschen näher erläutere. Das heißt, Sie bekommen den Handikenkurier, der vierteljährlich erscheint. Sie bekommen Vergünstigungen für wertvolles Informationsmaterial und zu Veranstaltungen. Aber auch in der Corona-Krise oder wenn es mal eng wird, haben wir die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung durch unsere Familienstiftung. Auch hier nochmal der Aufruf. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an und wir finden meistens eine Lösung. Auch die Gemeinschaft und die Vernetzung ist ganz, ganz arg wichtig. Zu Gleichgesinnten aber auch, und wir haben ein sehr, sehr gutes
Netzwerk auch zu Therapeuten, jetzt wie in Christian Boch, wo wir einfach einladen können, um Vorträge zu machen, aber auch, wenn wir selber mal nicht weiterkommen, um kurz eine Information auch von Christian ganz, ganz kurzfristig abzugreifen und wertvoll zu helfen oder von Ärzten. Das ist ganz, ganz arg wichtig. Und das Wissen und die Erfahrung der letzten 50 Jahre freut uns auch, wenn man das jedem Teil zugänglich machen können. Und was es auch noch gibt, ist die erste kostenlose sozialrechtliche Beratung im VDK. Zusätzlich natürlich die ganz, ganz wertvolle Geschichte, dass Sie mit einer Mitgliedschaft uns stärken können als Verband, aber auch gegenüber Politik und anderen Organisationen. Was Sie zusätzlich noch machen können, Sie können uns auch unterstützen. Und zwar tut es gar nicht weh, wenn Sie Ihr ganz normales Einkaufsverhalten und wenn Sie teilweise im Internet einkaufen über Amazon, können Sie uns unterstützen als Organisation. Und da kommt meistens immer ein bisschen was zusammen und wir bekommen einen kleinen Obolus von Amazon und auch da sind wir drauf angewiesen. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Und jetzt möchte ich ganz kurz überleiten, und zwar zum Christian Boch. Christian Boch habe ich angesprochen und habe gesagt, Christian, Mensch, damals schon zum ersten Webinar, zum ersten Nicht-Webinar, sondern Präsenzveranstaltung damals in Wiesbaden. Wir haben damals schon eine Veranstaltung gehabt, Präsenz mit Leuten, und nachdem Christian so im Thema der Pflege drin ist und auch der Pflegehilfsmittel, war mir das einfach wichtig, jemanden zu haben, der aus x Jahren seiner Berufserfahrung spricht. Er wird sich nachher gleich nochmal selber vorstellen, und ich... Ja, gehe ich mal davon aus. Ich hoffe es. Und ich freue mich einfach, dass er so auch ein Stück weit kurzfristig Zeit gefunden hat, trotz widriger Umstände. Er hat sich müssen erst noch einen PC kaufen und sich in die Technik einfuchsen. Und da bin ich ganz, ganz dankbar auch für die Michaela, die uns da ganz, ganz toll unterstützt mit der Technik, die sich brutal viel eingelesen hat. Und jetzt möchte ich aber schließen und Christian das Wort übergeben und freue mich auf ein Webinar mit Christian. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jochen, für die Einleitung, und vielen Dank, Michaela, dass du mich hier hingeführt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon groß bin, in Anführungsstrichen. Gut, ja, weil ich den Jochen hier noch groß auf dem Bildschirm habe. Ich freue mich natürlich. Für mich ist es jetzt zum ersten Mal, dass ich so ein Online-Seminar mache, und von daher bin ich natürlich irgendwie aufgeregt, weil normalerweise schaut man ja immer so ein bisschen in die Augen seiner Zuhörer und Zuschauer, und da ist es ja dann doch eher immer so, dass man da immer unmittelbar eine Rückmeldung bekommt. So, jetzt versuche ich mal meine Präsentation hier zu starten. Ich hoffe, das können Sie jetzt alle so ganz gut sehen. Das ist das Josef-Hospital in Bochum. Christian, noch sehen wir die Unterlage nicht. Probier das Teilen bitte nochmal. Ja, okay. Unten auf den grünen Knopf Bildschirm freigeben und danach das PowerPoint auswählen und nochmal teilen sagen. Ja. Ah ja, okay, da haben wir es so. Jetzt aber. Jetzt kommt was, ja. Ja. Jawohl, da ist es. Jetzt kannst du auch präsentieren gehen im PowerPoint und sehen wir uns alle groß. Ja, genau. So. Jawohl. Okay, ja, also das ist jetzt hier unser Neurologietrakt, und hier im unteren Bereich befindet sich die Station für Bewegungsstörung, und da sind natürlich auch dann die Huntington-Patienten untergebracht. Gegenüber, um mal zu wissen, wo das Josef-Hospital in Bochum sich befindet, hinter diesem Gebäude, was man jetzt hier im Vordergrund sieht, befindet sich der Starlight Express. Das dürfte ja vielleicht auch für viele bekannter sein. Ja, also auch von mir nochmal einen guten Morgen und an alle einen herzlichen Gruß.
egal aus welchem Bundesland Sie jetzt auch zugeschaltet sind. Und ich möchte eigentlich mich heute mit Ihnen über folgende Themen unterhalten. Das ist einmal die Pflegegradeinstufung, denke ich. Das ist ja sehr umfangreich geworden. Früher hat man ja Pflegestufe gesagt, das war relativ einfach. Wenn jemand ein bisschen hilfsbedürftig war in dem einen oder anderen Bereich, dann war es so, dann konnte man schon sagen, das ist Pflegestufe 2 oder Pflegestufe 3 mit den Pflegegraden. Das werde ich dann gleich auch nochmal, wird sich, glaube ich, gleich auch ziemlich schnell erschließen, dass die Einstufung heutzutage nicht mehr so leicht ist. Aber da sie umfangreicher ist, auch vielleicht deshalb ein bisschen leichter, umfassender ist, ist sie entsprechend auch besser auf die Bedürfnisse und auf die Hilfssituation der Einzelnen zugeschnitten. Ja, dann natürlich ein großes Thema bei Huntington sind die Position und die Mobilität. Da möchte ich was zu machen zum Thema Schlucken und dann letztendlich auf einige Hilfsmittel eingehen. Und wie Michaela ja schon eingangs erklärt hat, ist es so, dass wir zwischendurch nach jedem Themenblock immer wieder eine kurze Pause machen, wo wir dann auf die einzelnen Fragen eingehen werden. Michaela und Jochen sind ja im Hintergrund dabei. Die werden sich auf jeden Fall dann auch um ihre Fragen kümmern. Ich habe ja 15 Jahre auf der Huntington-Station, als sie noch in einem anderen Bereich war, gearbeitet, mit Professor Andrich und Professor Saft. Da auch sehr intensiv haben wir da die Situation aufgebaut auf der Huntington-Station und habe jetzt mittlerweile auch die Funktion, dass ich pflegende Angehörige berate, also nicht nur jetzt für den Bereich der Huntington-Kranken, sondern das eigentlich für die gesamte Neurologie und auch andere Fachbereiche. Gut, also. Beim Pflegegrad unterscheiden wir in folgende Kriterien. Da haben wir einmal die Mobilität, dann die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, die Selbstversorgung, Bewältigung von therapiebedingten Belastungen, die Gestaltung des Alltagslebens, außerhäusliche Aktivitäten und Haushaltsführung. Und diese Pflegegrade werden, wie man hier auf der linken Seite ganz gut sehen kann, in selbstständig, überwiegend unselbstständig und vollständige Übernahme unterschieden. Das sind also die vier Kategorien. Und als Endergebnis bekommt man dann Punktezahl heraus. Und diese Punktezahl, da gehe ich aber nachher nochmal drauf ein, ergibt dann den Pflegegrad. Und weiter rechts sieht man hier jetzt einmal, dass diese Bereiche Mobilität, kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Selbstversorgung ganz unterschiedlich gewichtet sind. Und gerade der Bereich Selbstversorgung, der ist mit 40% natürlich am höchsten gewichtet. Und die Mobilität hat mit 10% auch einen hohen Stellenwert. Und was früher ja gar nicht berücksichtigt waren diese kognitiven, kommunikativen Fähigkeiten und halt eben aber auch die Verhaltensweisen. Und die haben jetzt mit zusammen 15% schon auch einen hohen Stellenwert gewonnen. Und das waren ja eigentlich auch früher diese ganzen Kritikpunkte, dass viel Mobilität, viel Selbstversorgung beurteilt wurde und diesen ganzen anderen Problemstellungen gar nicht abgebildet waren in der Pflegeeinstufung. Und jetzt mit den Pflegegraden, und das ist das, was ich eben vorhin sagte, die natürlich sehr viel differenzierter sind, ist heutzutage natürlich viel besser abgebildet werden kann, wenn jetzt zum Beispiel psychische Auffälligkeiten da sind oder eben auch schon die kommunikativen Fähigkeiten stark eingeschränkt sind und nicht zu vergessen, und das war ja dann auch der Kritikpunkt, dass jemand, der zwar mobil ist, noch laufen kann, vielleicht auch essen kann, aber dann die Probleme hat, dass er zum Beispiel es einfach auch vergisst zu trinken oder dass er vergisst,
wie die Reihenfolge ist und dass er morgens motiviert werden muss, irgendwelche Dinge zu tun. Und dass eben diese Dinge früher gar nicht berücksichtigt wurden und jetzt aber einen deutlich höheren Stellenwert haben. Ich kann an der Stelle auch nochmal gerne neben dem VDK, ist sicherlich hier unter pflege.de, gibt es einen sogenannten Pflegegradrechner. Da kann man dann die ganzen Module, hier sind jetzt 8 aufgelistet, wobei aber nur 5 oder letztendlich 6 in die Berechnung mit einfließen, kann man praktisch dann eben das auch einmal kurz durchrechnen. An der Stelle möchte ich jetzt auch einfach mal eine interaktive Frage stellen und alle auffordern. Wer von Ihnen betreut denn einen Betroffenen, der schon einen Pflegegrad hat? Vielleicht einmal durch Handzeichen. Ich weiß nicht, Michaela, ich glaube, jetzt muss ich dann... Genau, also wenn Sie jetzt bitte, also alle, die jemanden betreuen, der schon einen Pflegegrad hat, bitte mal die Hand heben. Wir haben aktuell 4 Hände. Das finde ich noch ein bisschen wenig, aber es kann auch realistisch sein. Okay, jetzt kommen die Hände nach oben. 7, 8. 8 von 22 Händen, ein Drittel. Und die anderen sind so Interessierte. Ja, gut. Okay. Gut, vielleicht hilft es ja dann, wenn ich dann gleich durch die Folien gehe, dass Sie da auch die unterschiedlichen Bereiche dann sehen, wie mannigfaltig das ist. Und das zeige ich jetzt einmal hier am Kriterium Mobilität. Also da geht es zum Beispiel einfacher halt halber um den Positionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Position, das Umsetzen, Fortbewegen im Wohnbereich, Treppensteigen und natürlich auch, das kommt später dann nochmal, das Verlassen der Wohnung. Also das sind schon mal so die wichtigen Dinge für den Bereich Mobilität. Und Mobilität, hatten wir ja vorhin gesehen, hat einen hohen Stellenwert. Und wenn das zum Beispiel zum Teil eben nicht mehr selbstständig oder eben nur noch mit Hilfe geleistet werden kann, dann ist das schon mal eine hohe Punktzahl in diesem Bereich. Jetzt sieht man hier zum Beispiel bei den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, zum Beispiel Erkennen von Personen oder örtliche, zeitliche Orientierung, dass da natürlich viele Bereiche sind, wie zum Beispiel auch das Erkennen von Risiken oder Gefahren, dass also zum Beispiel das alleine Aufstehen aus dem Sessel oder aus dem Stuhl oder aus dem Bett ja mitunter bei vielen Betroffenen doch auch schon mit Risiken verbunden oder auch mit Gefahren verbunden ist, sodass man da sicherlich bei dem einen oder anderen das auch nochmal in die Waagschale werfen kann und es da sicherlich auch mit Sicherheit Punkte gibt. Verstehen von Aufforderungen, Mitteilen von elementaren Bedürfnissen, das kann ja ab einem gewissen Grad dann auch schwierig sein. Oder eben auch das Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen. Also das ist sicherlich auch ein Punkt, dass dann viele letztendlich in dem Bereich die Planung von den mehrschrittigen Alltagshandlungen, dass viele da diese Fähigkeit nach und nach nicht mehr durchführen können. Das heißt also, ich plane irgendetwas und dann kommt aber was dazwischen und wie gehe ich dann mit diesen Störungen um? Führt das dann auch zu erhöhter Nervosität oder Unruhe? Und letztendlich ist da natürlich dann immer wichtig für den Betreuenden, da immer korrigierend einzuschreiten bzw. zu unterstützen, um dann das eigentliche Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Und da sieht man schon, also es sind sehr viele Punkte und da ist sicherlich für den einen oder anderen dann auch die Möglichkeit, da an der Stelle zu punkten und das dann entsprechend auch für sich verbuchen zu können. Was sicherlich auch viel von den Angehörigen geleistet wird, sind ja die ganze Bewältigung von therapiebedingten Belastungen, also Medikation, Injektion oder eben auch zum Beispiel, dass man Wunden oder eben auch das Stoma zum Beispiel bei einer PEC, wo wir ja später auch nochmal drauf eingehen, dass man solche Sachen letztendlich auch
durchführen muss und gerade auch die Medikation, das ist ja, denke ich, so bei vielen doch auch Alltagsgeschäft, dass die Medikation sichergestellt ist, dass das Herrichten und auch das Besorgen der Medikamente, ne? Also das sind alles Dinge, die durchaus erwähnt werden können und die dann letztendlich für die Betroffenen als Unterstützungsleistung gewertet werden. Ja, und der große Bereich Selbstversorgung, der ist natürlich derjenige, der natürlich im Vordergrund steht. Da ist natürlich die Körperpflege, Waschen, Duschen, Baden. Ich glaube, da hatte ich vorhin bei der Mobilität, hatte ich gesagt, die wäre die, die hätte den größten Schwerpunkt, muss ich mich an der Stelle nochmal korrigieren, das ist die Selbstversorgung mit 40%. Ja, da gehört natürlich auch das Zubereiten der Nahrung, Essen und Trinken, Benutzen der Toilette oder auch eben bei gelegentlicher Inkontinenz die Reinigung oder überhaupt das Versorgen. Und da ist natürlich, denke ich, in dem Bereich hier eine vielfältige Unterstützungsleistung zu erbringen, in der Regel von den Angehörigen, sodass das natürlich von der Gewichtung her nach wie vor im Vordergrund steht. Das war ja auch bei den Pflegestufen schon so. Und dadurch bedingt letztendlich wir natürlich da auch immer wieder darauf hinweisen, dass zum Beispiel auch die Unterstützung, wenn jemand sich selber am Waschbecken vielleicht noch versorgen kann, aber zum Beispiel er Unterstützung benötigt, wenn es dann darum geht, ich stelle mich hin oder ich verlasse den Duschbereich oder ich muss in die Badewanne geholfen werden oder auch gerade besonders dann die Sauberhaltung des Intimbereichs nach dem Toilettengang ist sicherlich auch immer wieder ein Thema, was die Aufmerksamkeit der Betreuenden erfordert. Das sind alles Dinge, wenn das nicht mehr selbstständig durchgeführt werden kann oder nur noch mit Unterstützung, wo man dann entsprechend punkten kann. Ja, die außerhäuslichen Aktivitäten, da ist natürlich dann auch, das zählt jetzt nicht mehr zu den Punkten dazu, aber das wird mit aufgenommen und in der Bewertung dann auch entsprechend erfragt. Ja, jetzt also hier nochmal die Punktezahl. Wenn zum Beispiel das Thema ist, dass ich einen Pflegegrad beantragt habe und bekomme jetzt zum Beispiel einen Bescheid und habe jetzt überraschenderweise, sage ich jetzt mal extra provokativ, den Pflegegrad 1 bescheinigt bekommen, habe aber mein Angehöriger hat 26 Punkte zum Beispiel erreicht, dann kann man jetzt hier sehr gut sehen, dass da sich auf jeden Fall, denke ich, der Widerspruch lohnen wird, weil bei 26 Punkten ist er natürlich sehr dicht an der Grenze zu 27. Und ab 27 wäre dann schon wieder der nächste Pflegegrad. Und zwischen 2 und 3 ist es natürlich vom Monetären, also von dem, was man an Pflegegeld oder Pflegesachleistungen bekommt, entscheidend. Nur der Pflegegrad 1, der ist der einzige Pflegegrad, wo ich viele andere Leistungen, wie zum Beispiel auch Kurzzeitpflege, noch nicht erhalten kann. Sondern das beginnt tatsächlich erst ab Pflegegrad 2. Also von daher macht es da schon Sinn, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich auch mal selber als Pflegehauptperson ausfalle, dass ich dann zum Beispiel über einen Pflegedienst Ersatzleistungen bekomme. Das bekomme ich alles erst ab Pflegegrad 2 und da ist es dann schon mal interessant zu gucken an der einen oder anderen Stelle und da bekommt man ja das, was ich gerade im oberen Bereich hier alles aufgelistet habe, das bekommt man ja in dem Bescheid auch zugeschickt und da steht dann genau, in welchem Bereich man für welche Hilfsleistung oder eben auch nach Meinung der Begutachter welche Tätigkeit da selbstständig ausgeführt wurde, bekomme ich da den Bescheid und dann kann ich nochmal gucken, ob ich nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann ganz konkret sagen kann, also das macht mein Angehöriger auf keinen Fall noch selbstständig, sondern da braucht er entweder
etwas Hilfe oder überwiegend Hilfe von mir. Und das gilt natürlich dann auch, wenn ich jetzt hier im Bereich von 45 bis 47 Punkten bin, dass ich da immer noch mal gucken kann oder eben auch bei den höhergradigen Einstufungen, dass ich da für mich immer gucken kann, wenn ich jetzt knapp über 47,5 bin, zum Beispiel bei Pflegegrad 3, dann ist es eher unwahrscheinlich, es sei denn, da sind grob fahrlässige Fehler gemacht worden, aber das ist ja eher unwahrscheinlich. Also dann hier von 50 nach 70 zu kommen, das muss man dann schon sehr gut argumentieren. Also da denke ich, muss man dann im Einzelnen noch mal gucken, was der Bescheid da ergeben hat. Ja, und ich denke mal, das zeigt doch an der Stelle auch, dass auf der einen Seite die Kriterien sehr mannigfaltig sind, aber dementsprechend auch differenziert man schauen kann, wie diese Einstufung neuerdings jetzt vorgenommen wird. Und es macht natürlich auch immer Sinn, dass nach einer gewissen Zeit, wo der Betroffene in Pflegegrad 2 jetzt war, dann nochmal, wenn man das Gefühl hat, es hat sich in dem einen oder anderen Bereich was verändert, und da hat man ja dann den alten Bescheid, da kann man gucken, ist das noch so oder braucht er da mehr Unterstützung, dass man dann ganz klar sagen kann, ich stelle jetzt einen Antrag auf Höherstufe. Und um da einfach auch ein anderes Ergebnis zu erreichen. Okay. Ja, gibt es Fragen dazu? Vor allen Dingen hätte ich jetzt einmal auch die Frage, ob so, wie ich das jetzt hier präsentiere, wie gesagt, es ist ohne direkte Rückmeldung, ist es ein bisschen, ja, ich spreche in einen Computer, ist es ein bisschen komisch. Von daher würde mich jetzt natürlich vielleicht auch nochmal durch Handheben interessieren, ob das bei den Teilnehmern und Zuschauern so gut ankommt. Rede ich langsam genug und deutlich genug? Also wir haben die Handhebungen, die momentan nach oben schnellen, liebe Christian. Also passt alles. 14 haben schon die Hand gehoben, dass es passt. Bisher haben wir noch keine, oder? Warten mal ganz kurz, offene Fragen. Haben wir noch keine? Wir warten vielleicht noch ganz kurz, ob jemand die eine oder andere Frage hat. Doch, kommt rein. Und zwar, Christine möchte wissen, es gibt Bestrebungen, das Pflegegeld zu Hause dem Heimgeld anzupassen. Wie weit ist es damit? Also, dass im ambulanten Bereich zu Hause, in der häuslichen Pflege, das Pflegegeld dem Heimgeld angepasst wird, der stationären Versorgung. Oh, da muss ich jetzt tatsächlich passen. Was versteht man denn unter Heimgeld? Also, das, der Begriff... Heimgeld in der stationären Pflege. Ja, aber diese Beträge, die sind ja gleich. Genau, also, dem sogenannten Pflegegeld zu Hause, wenn ich durch Laien pflege. Ja. Also es gibt ja einmal das Pflegegeld und es gibt die Pflegesachleistung. Und die Pflegesachleistung, das ist ja das, was ein Heimbewohner im Heim von der Pflegekasse ausgezahlt bekommt. Und das Pflegegeld ist ja immer der reduzierte Betrag, den praktisch, also ist das damit gemeint, Christine? Meinst du das damit? Es geht um häusliche Unterstützung durch eine Polin zum Beispiel, ja. Das als Pflegesachleistung auch für zu Hause ausgezahlt werden. Also das denke ich, das ist tatsächlich eine, wie ich finde, ein gutes Bestreben. Also ich wäre auch dafür, weil im Moment ist es ja so, wenn ich jetzt eine 24-Stunden-Pflegekraft einstelle, dass ich dann ja praktisch nur das Pflegegeld, was mir zur Verfügung gestellt wird, dann praktisch dafür verwenden kann. Und die Pflegesachleistung, ich muss sagen, ich kann nicht verstehen, wenn ich mich zum Beispiel über eine Organisation, nur jetzt mal angenommen, Arbeiter Samariter oder Deutsches Rotes Kreuz, wenn ich mir da eine 24-Stunden-Pflegekraft organisiere, dann ist das doch auch eine feststehende Institution. Und was anderes ist natürlich,
wenn ich per eigenes Inserat jemanden da kontaktiere, der mich unterstützt, aber wenn ich mich an eine Organisation wende, ich finde, das ist tatsächlich ein wichtiges Bestreben, aber habe dazu leider auch noch keine positive Rückmeldung gehört, dass das jetzt schon in nächster Zeit auf den Weg gebracht wird. Also das denke ich auch, das wäre auch für die viele Angehörige eine sehr notwendige Finanzierung, weil es ja tatsächlich an eine Person dann, die von außen kommt, gezahlt wird. Und wir sind ja jetzt gerade auch im Thema prekäre Finanzsituationen von, ich sag mal, osteuropäischen Hilfskräften, ob es jetzt bei Tönnies oder in der Pflege ist, dann die Löhne für diese Menschen natürlich auch deutlich höher liegen könnten. Ne? Und das hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass man da einfach nicht so viel Geld von der Pflegekasse für diese Leistungen bekommt. Ne? Also das, denke ich, ist wirklich ein großes Anliegen, was auf unterschiedlichen Ebenen dann auch vorangetrieben werden sollte. Ja. Ich hoffe, die Frage ist damit ausreichend beantwortet, Christine. Genau. Also Christine schreibt dann noch, die Polen ist über eine deutsche Agentur angestellt, also legal. Wir sind in der im Pflegegrad 4, brauchen halt das Geld. Sicher. Genau. Ja, also das, klar, das ist natürlich, da müsste man vielleicht eine Petition an den Herrn Spahn schicken, also vielleicht auch jetzt gerade sich da auf diese ganze Situation mit den osteuropäischen Menschen da anzuhängen und zu sagen, ob man da nicht auf dem Wege auch eine realistische Finanzierung der Pflegekräfte aus den anderen europäischen Ländern da bekommen kann. Also ist, denke ich, auch eine Sache, die ich mich auch schon die ganze Zeit frage, dass das für mich auch nicht logisch erscheint und da unbedingt Nachbearbeitungsbedarf ist. Das ist, glaube ich, noch eine Frage jetzt. Genau. Der Kalle merkt noch, wenn, wie in diesem Fall, andere für die Pflege eingestellt werden, sind die kranken Arbeitgeber. Die Vermittlungsagenturen haben keinen fachlichen Status. Also, okay. Genau. Ja, gut. Ja, nichtsdestotrotz lese ich nur mal eben die andere Frage von Christina. Darf ich als Angehöriger bei dem Gespräch zur Bestimmung des Pflegegrads dabei sein? Ja. Ja. Ich lese es nur mal ganz kurz vor. Darf ich als Angehöriger beim Gespräch zur Bestimmung des Pflegegrads dabei sein? Meine Mutter wurde die überraschend weniger Punkte, die bei ihr zutreffen, wohl nicht zugegeben. Waren das alle Punkte? Was ist zum Beispiel mit Autofahren, selbst kochen etc.? Also ja, man darf als Angehöriger dabei sein, um halt eben auch in der einen oder anderen Situation da ein realistisches Bild zu zeigen. Bei den außerhäuslichen, muss ich nochmal eben gucken, ich meine bei den außerhäuslichen Verlassen, Fortbewegen außerhalb der Wohnung, Nutzen öffentlicher Mitfahren in einem. Also das Selbstständige, das ist natürlich dann immer, da geht es ja auch darum, dass jemand eingestuft wird. Wenn jemand noch selbstständig Auto fährt, dann ist das natürlich als selbstständig zu bewerten. Das gibt dann gleichzeitig 0 Punkte. Auch das Selbstkochen ohne zum Beispiel Beaufsichtigung, das ist ja dann auch das sind ja dann 0 Punkte, sodass also das immer auch davon natürlich abhängig ist, ob zum Beispiel bei der selbstständigen Ausführung selbstständig, das ist dann nicht komplett selbstständig, aber überwiegend selbstständig. Wenn zum Beispiel beim Kochen jemand beobachtet werden oder angeleitet werden muss oder eben auch geguckt werden muss, die Nachsorge ist ja auch oft das Problem,
ob zum Beispiel da an der Stelle alles ausgemacht worden ist, keine Gefahr oder kein Risiko mehr besteht, dass diese Dinge dann auch entsprechend bewertet werden können. Auch wenn jemand selbstständig die Tätigkeit ausführt, dann ist es als nur in Anführungsstrichen, das bringt dann schon Punkte, überwiegend selbstständig zu beurteilen, wenn ich da letztendlich bei eine Beobachtungsposition habe oder eine Nachsorgeposition habe. Ich hoffe, Christina, die Fragen sind damit beantwortet. Sonst einfach nochmals melden. Ja. Jeanette möchte wissen, stimmt es, dass wegen Coronavirus im Moment die Einstufung per Telefon stattfinden? Ja, das stimmt, das ist so. Ja, im Moment wird man vom MDK angerufen und dann geht man praktisch die Punkte mit dem MDK durch und ja. Genau, und die Brigitta wollte noch wissen, zurzeit finden diese Befragungen telefonisch statt. Mein Mann wurde von einem Telefonat völlig überfordert. Ich bin gespannt, ob es wie es ausgeht, beziehungsweise ob er es alleine führen darf überhaupt. Wie sind die Erfahrungen? Muss ich eingestehen, habe ich jetzt noch keine Rückmeldung, aber ich denke nicht, dass er, wenn er das selber nicht kann, dass er das dann alleine führen muss. Also das kann man ja nicht erwarten. Ich meine, das zeigt ja dann auch schon, dass es in dem Bereich eine Einschränkung in dem kommunikativen Bereich gibt. Ne? Also das kann ja vom NDK-Prüfer dann nicht eingefordert werden. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Also wir haben sicherlich zum Abschluss auch nochmal die Möglichkeit, wenn im Nachhinein nochmal Fragen sind, darauf einzugehen. Jetzt muss ich erstmal wieder hier in die Präsentation, glaube ich, zurück. So, jetzt habe ich ein Thema Verstehen in den Positionen, also auch was zur Mobilität möchte ich jetzt erzählen. Und zwar ist das jetzt ja eine praktische Situation. Man kann hier Moment, erkennen... Moment, Christian, kurze Unterbrechung. Ja. Wir sehen noch immer das Blumenbild. Das ist wunderschön anzugucken, okay, aber nicht ja. Die Mobilisierung. Guck bitte nochmal, dass du ja. Bei dir das Bild mit den Blumen findest. Neue da Freigabe erteilen. Ja, ich sehe schon. Ich muss eine neue Freigabe erteilen. So, also, naja, gut. Blätter erstmal weiter, bitte. Wir sehen auch noch das Blumenbild. Immer noch? Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Freigabe wieder auf. Ja, jetzt geht's weiter. Alles klar, läuft. Okay, gut. Aber eigentlich wollte ich eigentlich mit dem Bild hier angefangen haben. Deshalb habe ich gerade gewundert, dass ihr auch nicht geschmunzelt habt. Also es geht um das Thema, hatte ich ja gerade gesagt, Position. Und das ist jetzt ein praktisches Beispiel. Diese Dame, die bei uns auf der Station war, lag in dieser Position, wo wir jetzt sagen würden, das sieht ja sehr bequem aus. Ich denke mal, gerade das Verschränken der Arme hinter dem Kopf ist für viele Angehörige eine vertraute Situation. Ist aber dann auch oft so, wenn ich versuchen würde, jetzt den Arm hinter dem Kopf hervorzuholen, dass der Arm dann sehr schnell in diese Position hinter den Kopf zurückschnellt. Und das ist natürlich, und deshalb habe ich diese Folie auch Verstehen in den Positionen genannt, dass diese Position, die von vielen Betroffenen eingenommen wird, und da gehört zum Beispiel auch das Verknoten, also das Überschlagen der Beine und dann nochmal zusätzliches Verknoten des übergeschlagenen Beines hinter dem anderen auch noch dazu, dass das Positionen sind, die viele Betroffene stabilisieren und dadurch zum Beispiel auch ihre oftmals motorisch unruhigen Extremitäten so ein bisschen in Ruhe bringen können. Und da hat jeder für sich über die Jahre, entwickeln da viele so ihre Lieblingspositionen.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel hergehen würde und den Arm wegnehmen möchte, um zum Beispiel den Pullover auszuziehen oder den Arm zu waschen, dann geht er leicht in diese Position zurück. Deshalb würde ich jetzt gerne mal mit den Teilnehmern ein Experiment machen, damit man sich vielleicht in diese Situation ein wenig hineinversetzen kann. Und zwar möchte ich alle bitten, dass sie einmal vor ihrem Oberkörper, ich kipp mal ein bisschen weiter, die Arme vor dem Brustkorb verschränken. Und wenn Sie das jetzt gemacht haben, dann versuchen Sie jetzt einmal, das andersrum zu machen. Also andersrum wäre ja jetzt, dass die andere Hand oben ist. Und da muss man erstmal überlegen, wie geht das überhaupt? Weil, und das sind halt eben so, dieses Verschränken vor den Armen, das macht jeder auf seine Art und Weise und das ist so eine Art automatische Sache. Und wenn man es dann geschafft hat, dann fühlt es sich plötzlich irgendwie sehr komisch an, weil die Position, die ich hier mit dem Verschränken in der Position einnehme, ist eine mir vertraute Position und die hat sich in meinem Gehirn eingebrannt. Und so ist es mit vielen stabilisierenden Positionen bei den Betroffenen auch, dass sie über die Dauer hin sich in Positionen finden, die für sie sehr stabil sind und die ihnen Ruhe verschaffen. Und manchmal kann man das auch überstützen, zum Beispiel, indem man jetzt einen Arm nimmt und den so ein bisschen nach außen und dann die Hand nimmt, auch noch überstreckt, um dann zum Beispiel in ruhiger Position das Essen anreichen zu können. Also da muss man einfach auch mal gucken, wo bei dem Einzelnen der Knopf ist. Man kann zum Beispiel auch eine Hand auf den Brustkorb auflegen oder von hinten auf die Schulter und da immer mit sehr gutem Druck arbeiten, weil das sind alles Maßnahmen, die die motorische Unruhe bei den Betroffenen reduzieren können. Und wie gesagt, da ist bei jedem eine andere Stelle hilfreich und das muss man letztendlich auch zum Teil ausprobieren. Wenn der Betroffene jetzt zum Beispiel, wie man das jetzt hier sieht, wenn ich jetzt hier den Arm hochnehmen wollte, dann würde ich auch hier mit meiner Hand zunächst Druck auf den Arm ausüben, sodass also praktisch der Betroffene einen Gegendruck von der Unterseite der Matratze oder vom Kissen hier an der Stelle bekommt und dadurch es ihm viel leichter gelingt, den Arm hinter dem Körper vorzuholen. Also ich muss immer erst das, was derjenige mir, die Position, die Haltung, die er mir zeigt, das muss ich ihm erst einmal verstärken, dass er das annehmen kann, um dann praktisch ihn zu unterstützen, aus dieser Position herauszukommen, um, wie ich schon sagte, den Pullover auszuziehen oder eben auch den Arm zu waschen. Und gerade auch das Verschränken der Beine, also auch hier würde man zum Beispiel, um jetzt an das untere Bein heranzukommen, Druck auf die Unterseite ausüben, um die Betroffene dazu zu animieren, die Beine nebeneinander zu legen. Und das scheint mir doch für die Betreuung und Unterstützung vieler an der Huntington-Erkrankung leidenden Menschen doch sehr wichtig für uns zu sein. Also das war für uns eigentlich auch immer so der erste enorme Lernprozess, den wir da machen mussten, dass wir da diese Herausforderungen hatten, wie gehen wir damit um? Ohne denjenigen dann praktisch, was ja letztendlich auch so ein bisschen übergriffig ist. Ne? Wenn ich also jetzt praktisch den Arm nehme und er schnellt wieder zurück, dann ist es eigentlich besser, man versucht, unter den Arm drunter zu gleiten, nachdem man ihnen den Druck ausgeführt hat, um die Bewegung auch mehr zu unterstützen. Und das war eigentlich für uns in der Anfangsphase gerade auch immer ein sehr wichtiger Lernprozess. In diesen Positionen ist es natürlich immer sehr hilfreich, den sogenannten Nestbau anzuwenden. Das heißt also, entweder unter den Fußsohlen oder auch im Rücken und zwischen den Beinen, Decken oder andere Lagerungshilfsmittel. Da gibt es ja auch mittlerweile ganz viele Sachen, die da sehr gut weiterhelfen.
als Grenzerfahrung für die Betroffenen einzulegen und dass das für die meisten eigentlich sehr zur Stabilisierung beiträgt. Also wir haben einfach festgestellt, dass erst an einer Grenze viele motorisch bewegungsunruhige Menschen zur Ruhe kommen können. Und das ist für viele eigentlich eine sehr positive Erfahrung, die für die meisten sehr hilfreich ist. Unterstützend kann man das immer nochmal, entweder indem man eine sogenannte beruhigende Waschung ausführt, oder man kann das natürlich auch als Einreibung machen. Also ein schönes warmes Öl oder eine Körperlotion während der Waschung oder nach der Waschung zu nutzen, ist an der Stelle immer hilfreich. Und dabei ist es halt sinnvoll, ob man jetzt wäscht oder ob man jetzt einreibt oder auch einfach nur eine Massage macht, dass man mit beiden Händen mit gutem Druck vom Körperzentrum in die Peripherie, also zu der Hand hin, den Betroffenen praktisch so ausstreicht oder eben auch am Brustkorb oder an dem Rücken entlang fährt, an den Beinen entlang fährt und da immer versucht, vom Zentrum ausgehend in die Peripherie zu arbeiten. Wenn man mit Wärme arbeitet, dann ist gerade auch nochmal das Weiten der Gefäße durch warmes Wasser oder warmes Öl oder eben auch durch warme Lotion hilfreich, weil das immer dieses Badewannengefühl hervorruft. Das heißt also, dass die Gefäße sich weiten und dann das in der Peripherie versackt und dadurch eine gewisse Müdigkeit auftritt. Ich glaube, da gibt es jetzt eine aktuelle Frage. Hilfreich ist auch eine Stillnudel, ein langes Kissen für stillende Frauen, das man an die offene Bettseite legen kann, um die Gefahr des Herausfallens zu mindern. Ja, super, Christine. Das ist ein sehr guter Einwand oder ein sehr guter Tipp. Manchmal macht es auch Sinn, zum Beispiel so eine Deckenrolle oder eine Stillnudel unter das Bettlaken einzurollen, um praktisch dann auch nochmal zu verhindern, dass die Rolle aus dem Bett herausfällt und dass ich da so eine Grenze praktisch dadurch schaffe, dass das so ein bisschen durch das Spannbettlaken dann auch fixiert wird. Und dann habe ich da eine Grenze bzw. ein höheres Hindernis, sodass dieses Rausfallen aus dem Bett dann entsprechend weniger gefährlich ist. Gut. Ja, jetzt muss ich wieder erst neue Freigabe erteilen. Eigentlich nicht. Wir sehen ja noch das Bild mit den Waschungen. Ja, genau. So. Okay, geht weiter. Ja, ich habe es auch gemerkt, dass es nicht weiterging. So, die bei den Aktivitäten aus dem Bett heraus, aus dem Stuhl heraus, da ist natürlich immer, und das habe ich auch vom Professor Landwehrmeier gelernt, der meinte, dass das bei vielen so ist, dass sie praktisch, um den Anfang zu überwinden, das Gefühl haben, als wenn sie einen Rucksack hätten. Und dass ja dann erst im Nachhinein, nach einer gefühlten Ewigkeit, dann plötzlich die explosive Mobilisation in den Stand passiert. Und da ist natürlich für uns als Betreuende ist immer wichtig, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und wie das in dem linken Bild hier gut zu sehen ist, eine Kollegin und ich unterstützen da gerade unseren ehemaligen Stationsarzt, den Dr. Andrich, der da freundlicherweise sich hat von uns mobilisieren lassen, dass man Gewicht auf die Beine bringt, denjenigen möglichst diagonal in die Vorwärtsbewegung bringt und dann praktisch auf den Moment wartet, wo er seinen eigenen Impuls für das Hinstellen hat und nicht schon vorher versucht, ihn praktisch aus dieser Position hochzuheben. Das ist bei vielen
gar nicht nötig, sondern das funktioniert bei vielen überraschenderweise doch noch selbstständig, wenn man ihnen einfach die Zeit gibt. Am besten ist natürlich auch, wenn man vielleicht so eine wippende Vorwärtsbewegung praktisch unterstützt. Also diejenigen, die daneben sitzen, führen diese Unterstützung aus und dann letztendlich der Moment abgepasst wird, wo der Betroffene sich von alleine in den Stand bewegt. Okay, auch hier nochmal, demonstriert die Kollegin, dass wenn ich jetzt das eine Bein, hat der Betroffene schon aufgestellt, wenn ich ihn bitten möchte, dieses Bein aufzustellen, dass ich das vorher ihm immer deutlich mache. Das ist also auch immer sinnvoll, also praktisch erst ein Spüren der entsprechenden Körperhälfte vermitteln, um dann ihn zu einer Eigenaktivität zu animieren. Da kommt wieder eine Frage. Roswitha, wie macht man das alleine? Ja, letztendlich kann man das natürlich, also Roswitha fragt wahrscheinlich bezogen auf dieses Bild, wie man das alleine macht. Das ist jetzt natürlich dann immer davon abhängig. Also das kann man natürlich genauso, kann ich mich jetzt auch alleine daneben setzen und denjenigen unterstützen. Und da ist es dann oft so, dass ich dann ja auch letztendlich gucken muss, welches ist zum Beispiel die Seite, die schwerer betroffen ist, wo braucht derjenige mehr Unterstützung, weil er vielleicht mehr zur linken Seite hinkippt, würde ich mich dann zum Beispiel eher an die linke Seite stellen, wenn die rechte Seite dann aktiver ist, dass ich dann auf der Seite mich befinde, die mehr Unterstützung benötigt. Ich hoffe, Roswitha, die Frage ist damit beantwortet. Aber letztendlich ist es dann natürlich auch so, dass man das davon abhängig ist, wie hilfsbedürftig der Betroffene ist. Was anderes kann man natürlich dann nochmal machen, wenn die rechte, also die eine Seite die aktivere Seite ist, dass man zum Beispiel jetzt hier, wo die zweite Pflegeperson ist, dass man da zum Beispiel einen stabilen Sessel hinstellt oder einen Rollstuhl, der dann gebremst ist, sodass derjenige dann seine Hand auf die Armlehne stützen kann und sich an der einen Seite abstützen kann und an der anderen Seite hat er die Pflegekraft, die ihn da unterstützt. Also dass sich irgendwo zusätzlich nochmal abstützen können, dann neigt der Mensch sowieso zu, weil das Vertrauen in stabile, das werden Sie ja wahrscheinlich auch kennen, das Festhalten an Möbeln, an Wänden, das Vertrauen zu festen, stabilen Gegenständen ist meist größer wie zu instabilen Pflegekräften. Also das erfahren wir auch sehr häufig, dass die Betroffenen sich eher an Möbeln oder an zum Beispiel am Fußende unserer Pflegebetten sich abstützen, als dass sie jetzt nur darauf vertrauen, dass wir sie unterstützen. So, ja, das scheint dazu die Frage gewesen zu sein. Ich gehe jetzt mal weiter, ich hoffe, da muss ich jetzt wieder reinklicken. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Sehen das alle? Bin ich jetzt weiter? Ja, gut, okay. Gibt es dazu Fragen zum Thema Mobilisation? Wenn ich das sehe, ist das scheinbar nicht so. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, Ernährung und Schlucken. Hier habe ich mal Beispiel eines Mittagessen-Tellers gebracht. Jetzt aber noch nicht, wenn jetzt, ich kommuniziere gerade mit meiner Tochter, weil ich die jetzt gleich für den Bereich Ernährung und Schlucken benötige. Aber es ist noch nicht ganz so weit, dass sie sich schon auch ins Bild setzen darf.
möchte ich einfach nochmal hier deutlich machen, dass es natürlich bei jeder Nahrung unterschiedliche Konsistenzen gibt. Und gerade die krümeligen Speisen, die sind natürlich auch immer die, die uns gerne, und da habe ich jetzt hier einmal den Speiseweg, der praktisch seinen Anfang hier im Mundbereich nimmt und dann in der Regel über die Speiseröhre in den Magen gelangt und dabei an der hoffentlich gut verschlossenen, durch den Kehldeckel gut verschlossenen Luftröhre vorbeigleitet. Und wenn man sich jetzt daneben das Bild anschaut, wie ja jetzt der Atemweg verläuft, dann ist der im Prinzip eigentlich identisch. Nur, dass in dem Moment, wo ich atme, dann der Kehldeckel geöffnet ist. Bei vielen Huntington-Patienten ist es oft so, dass in dem Moment, wo ich atme, kann ich eigentlich nicht sprechen oder auch schlucke ich in der Regel nicht. Aber genau dieser Bereich ist bei vielen Erkrankten hier dann gestört, dass also der Kehldeckel, wie hier auf der linken Seite zu sehen, nicht im richtigen Moment geschlossen ist, wenn die Nahrung kommt. Es kann also sein, dass dann praktisch in dem Moment, wo ich schlucke, auch dann nochmal oder wo ich spreche, dass durch eine Zwerchfellirritation, das heißt also der Atemmuskel, der sich unterhalb der Lunge befindet, die Lunge leer drückt und dadurch Luft austritt und dadurch sich dann der Kehldeckel hebt und dann natürlich die Speise hier genau in dem Moment dann praktisch, wenn sie jetzt hier kommt, zusätzlich auch in die Luftröhre gelangen kann. Und das ist eigentlich immer dann auch letztendlich auch die schwierigste Situation. Deshalb ist es eigentlich immer sehr hilfreich, bevor man letztendlich die Nahrungsaufnahme durchführt, unter Umständen auch eine Gesichtsmassage zu machen. Und das würde ich jetzt gerne nicht nur anhand dieses Schaubildes demonstrieren, sondern jetzt kommt einmal unsere Tochter, das ist Lea. Sag mal hallo, Lea. Hallo. Das ist unsere Tochter, die sich freundlicherweise heute Morgen bereit erklärt hat, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Händen gleichzeitig vom Kinn Richtung Wangenknochen streiche, dass ich dadurch die Wangenmuskulatur lockern kann. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Spann mal hier die Wangenmuskeln an, indem man feste drauf beißt. Genau. Ja, jetzt komme ich nochmal ins Bild. Ich glaube, bei mir sieht man die Wangenmuskeln etwas besser. Die sind bei dem einen oder anderen Betroffenen sehr stark ausgeprägt. Und das ist dann immer der Hinweis dass in diesem Bereich hier schon eine übermäßige Muskelaktivität sich findet, die ich dann darüber... Warum bist du jetzt im Bild, Jochen? Eigentlich sollte jetzt größer sein. Ich wollte kurz das Bild wegnehmen, ja. damit man Lea besser sehen kann. Was muss ich denn da machen? Weiter Lea massieren. Das war auch der Plan, oder? Oder muss ich den Bildschirm freigeben oder was? Oder muss ich gar nichts machen? Lass mal die Präsentation weg. Jetzt kommt der praktische Teil. Okay, ja, gut. Okay. Zusätzlich kann man jetzt noch dadurch, dass, da kannst du dich vielleicht mal auf den Stuhl ein bisschen nach deinem drehen, dass wenn ich jetzt hier mit meiner Hand am Kinn entlang streiche und Richtung Kehlkopf ausstreiche, kann ich zum Beispiel vor der Nahrungsaufnahme den Schluckakt unterstützen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen Druck ausübe, dann hilft das dem einen oder anderen, dass er dann besser schlucken kann. Das kann man vor der Nahrungsaufnahme ganz gut machen, aber das kann man natürlich auch machen, während jemand zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Löffel Essen nehme, gebe dann das Essen ein, genau, dann schließt sie den Mund und ich streiche jetzt gleichzeitig, wenn der Mund voll ist, hier entlang, dann kann sie dadurch deutlich besser schlucken.
Das empfiehlt sich vor allen Dingen bei jemand, der eine Transportstörung hat. Das heißt also, wenn das Schlucken auf dem, das Hinunterschlucken nicht so gut funktioniert, dann kann ich ihn am besten dadurch unterstützen, dass ich ihn dann entsprechend so ausstreiche und dann hier am Zungengrund meinen Finger stimulierend hinlege. Und gleichzeitig bei dem einen oder anderen, der jetzt zum Beispiel auch eine, kannst du nochmal gerade hinsetzen, so eine Neigung des Kopfes zu der einen Seite hat, kann ich den, und da kommt dann gleich nochmal der sogenannte Kieferkontrollgriff, nennt er sich, dass ich dann praktisch hier eine Unterstützung habe. Jetzt merke ich, schluck mal bitte, wenn der Betroffene schluckt, und hier kann ich nochmal unterstützen, den Mund zu öffnen, und stabilisiere jetzt praktisch, indem ich meinen Körper und meinen Arm als Unterstützung nehme, dass ich jetzt praktisch hier so den Mund öffne, genau, schließe und jetzt mit meinem Mittelfinger dann die unten. Der ist vom Griff her erfahrungsgemäß nicht so ganz einfach, das muss man üben. Der Daumen geht an den Wangenknochen, der Zeigefinger an den unterhalb der Lippe und der Mittelfinger geht an den Zungengrund. Und dann hat man eigentlich da eine sehr stabile Position. Okay, vielleicht warten wir mal eben und geben die Möglichkeit, dazu Fragen zu stellen. Wenn es da jetzt irgendwie was, kann ich das vielleicht nochmal, nee, kann ich das gleich nochmal an Lea demonstrieren? Gibt es da Fragen? Ja, gibt es eine Frage? Ja. Welche Hilfsmittel können Sie beim Trinken empfehlen? Da komme ich gleich zu. Ja. Gut, aber wenn jetzt dazu erstmal soweit keine Fragen sind, dann danke ich Lea und dann. Sehr gerne. Vielen Dank. Gut. Ja, muss ich jetzt mal eben schauen. Ob schon als nächstes jetzt neue Freigabe. Ob als nächstes, naja, das ist jetzt nochmal der Kieferkontrollgriff. Also da sieht man es, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Da sieht man, dass ich doch schon ein paar Tage das mit der Versorgung von Huntington-Kranken mache. Das ist, da geht es nochmal um die, so, das ist hier eine von vielen. Also es gibt ja mit Strohhalm, gibt so diese ganz normalen Kunststoffbecher, die so einen flexiblen Strohhalm haben, die einen Deckel haben. Bei dieser Trinkhilfe ist der Vorteil, das kann ich jetzt hier, mein Glas ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen leerer, nochmal demonstrieren, dass bei vielen es so ist, dass dadurch, dass ein Glas normalerweise einen kompletten Rand oben hat, der also praktisch gleichförmig ist, dass wenn das Glas sich, der Inhalt im Glas zur Neige geht, ne, die letzte Neige austrinken, dass ich dann immer meinen Kopf in den Nacken zu nehmen. Und das ist fürs Trinken und fürs Schlucken eine eher ungünstige Position. Und dieser Becher hat den Vorteil, und das ist jetzt praktisch hier eigentlich die Seite, mit der man trinkt. Jetzt würde jeder vielleicht denken, wenn er den so sieht, dass man hier vorne raus trinkt, aber nein, man trinkt von der anderen Seite. Und dadurch, dass hier eine sogenannte Nasenaussparung ist, ist das bei dem Becher so, dass ich den ansetze und praktisch austrinken kann, ohne meinen Kopf in den Nacken zu nehmen. Und das ist also, bei vielen hat sich das als sehr hilfreich bewährt, weil wie gesagt, durch das Kopf in den Nacken nehmen, ist häufig gerade bei den Flüssigkeiten, weil die ja auch sehr schnell hinten hineinfließen, dass es da immer sehr häufig zum Verschlucken kommt. Okay. Hat der Becher eine Hilfsmittelnummer? Ich fürchte, dass diese kleinen, ob der Becher eine Hilfsmittelnummer hat, war jetzt eine Frage. Bei diesen kleinen Hilfsmitteln, denke ich,
da muss man wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und die selber kaufen. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man in das, na wie heißt es, Sanitätshaus seines Vertrauens geht, dass man da an der Stelle das sicherlich dann auch nochmal erfragen kann, welcher da auch dann die entsprechende Hilfsmittelnummer hat. So, ich möchte noch einmal, muss ich wieder zurückgehen. Nee, geht auch nicht. Warum geht das so? Könnt ihr jetzt diesen Löffel sehen? Gut. Also dass dieser Flexi-Löffel nach Dr. Böhm, der ist bei vielen auch sehr hilfreich. Zum einen, weil er von der Größe her, er ist ein bisschen größer als ein kleiner Teelöffel, aber kleiner als ein großer Esslöffel. Er hat eine gute Zwischengröße. Und diese Farben sind entscheidend. Und zwar ist der blaue Teil, der ist hart und stabil. Und der rote ist weich und flexibel. Und bei vielen Kranken ist es doch so, dass sie, wenn man ihnen was in den Mund gibt, dass sie dann dazu neigen, in dem Moment den Mund um den Löffel zu schließen. Und da hat der halt praktisch von unten, dann kommt die Zunge und entleert sich dann im Mund. Also, und der ist halt eben dann auch nicht im Mund so unangenehm wie jetzt eine Metallgabel. Und diese zusätzliche Funktion des Entleerens des Löffels beim Mundschluss ist dann sicherlich auch stabil, hilfreich. So. Also er ist nicht so stabil und ist dann hilfreich, um den Löffel da besser entleeren zu können. Ja, okay. Da kommt noch gerade eine Frage rein. Mein Mann hat sehr viele feinmotorische Bewegungen. Er möchte aber noch nicht aus so einem Becher trinken. Ab wann nutzt man so einen Becher? Ist die Frage von Jeanette. Das ist natürlich immer, ja, also gerade was die Nahrungsaufnahme, was das Trinken angeht, habe ich eigentlich auch immer die Situation als insofern schwierig erlebt, dass man auf der einen Seite schon das Gefühl hat, man muss seinen Betroffenen unterstützen, möchte es ihm aber nicht wegnehmen. Wenn man zum Beispiel die eigene Hand auf die Hand des anderen legt, um zum Beispiel auch die Bewegung zu unterstützen oder auch den Bewegungsdrang, der ja oft explosiv ist, so ein bisschen zu reduzieren, dann ist es oft tatsächlich schwierig, weil viele das natürlich als unangenehm ablehnen. Und an der Stelle muss man natürlich immer ausprobieren, welcher Trinkbecher ist jetzt der geeignetste. Also wie gesagt, diese Kunststoffbecher, die jetzt aus dem Sportbereich zum Beispiel sind oder die nur diese Tülle haben, die sind eigentlich dadurch öfter, werden die leichter akzeptiert, weil die weniger diesen Hilfsmittelcharakter haben. Und dadurch natürlich auch man eher dazu geneigt ist zu sagen, ja, da kann ich mich eher mit arrangieren. Passiert aber so schnell nichts, weil zum Beispiel ein Deckel ja auf dem Becher drauf ist, sodass man da also an der Stelle die Gefahr des Auslaufens geringer hat, wenn mal was verschüttet wird. Was sich generell früh empfiehlt, ist das Trinken mit dem Strohhalm, weil durch das Saugen mit dem Strohhalm natürlich es besser ist, die Mund- und Gesichtsmuskulatur zu trainieren und die dann auch beweglich zu halten. Also das kann man natürlich dann auch schon möglichst früh unterstützen, indem man jetzt zum Beispiel Getränke mit einem Strohhalm austrinkt. Und im Gegensatz zum, wenn ich jetzt jemanden Wasser eingieße und er dann praktisch aus dem Glas heraus trinkt und ich gieße ihm das in den Mund hinein, dann kann ich es natürlich auch deutlich schlechter dosieren,
wie jetzt zum Beispiel, wenn der Betroffene dann mit seinem, mit dem Strohhalm die Flüssigkeiten selber trinkt. Ich hatte ja gerade auch noch das Bild vom Huntington-Sessel. Das ist zum Beispiel dann auch, wenn man so einen Sessel oder einen anderen Pflegesessel zur Verfügung hat, ist das natürlich auch eine sehr gute und stabile Position, eben weil, und das ist ja oft bei vielen Stühlen, die man auch zu Hause hat, selten so, dass, ich meine, bei unserem Stuhl ist jetzt, sieht man vielleicht gerade die Rückenlehne, die geht auch bis über den Schulterbereich, aber bei vielen Stühlen ist es ja so, dass zum Beispiel dann die Arme, die Rückenlehne nur bis unterhalb des Schulterblatts geht und damit der Rückenbereich nur wenig gut unterstützt ist. Und das ist natürlich bei so einem Sessel hier eine ganz andere Sache, zumal ich ja hier auch eine deutlich stabilere Sitzposition habe. Also da sollte man dann auch frühzeitig schauen, wenn es jetzt auch vielleicht nicht dieser Pflegesessel dann schon sein muss, aber dass ich einen stabilen, hochlehnigen Stuhl oder Sessel für die Nahrungsaufnahme habe, wo ich meinen Betroffenen hineinsetzen kann, dass er dann zum Beispiel, und da kommt jetzt auch die Nudel nochmal ins Spiel, dass ich die Arme auf dieser Nudel gut stabilisierend ablegen kann und dann praktisch von da aus gut essen kann. Und das kann man dann zum Beispiel auch auf die Armlehnen vor dem Bauchbereich des Betroffenen die Stillnudel ablegen, um dann praktisch auch zu erreichen, dass da eine mögliche gute Sitzstabilität erreicht wird. Gut, das ist nochmal der Löffel, das ist der Trinkbecher. Dann möchte ich gerne nochmal, wenn das soweit okay ist, und es zu diesen Dingen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, keine weiteren Fragen gibt, möchte ich gerne auf die sogenannte PEG eingehen. Das ist ja eine Sonde, sieht man hier jetzt hier im oberen Bild, die mit Hilfe eines Magenspiegelungsschlauchs, eines Endoskops, hier ist das Endoskop, das wird praktisch wie bei einer Magenspiegelung in den Magen eingeführt, um dann praktisch den Schlauch von außen durch die Bauchdecke in den Magen zu führen. Das ist sicherlich eine Maßnahme, die bei vielen angesehen wird als letzte Möglichkeit der Ernährung des Betroffenen. Ich sehe es ein bisschen anders, weil wir wissen ja, dass viele Huntington-Patienten aufgrund ihrer Bewegungsstörung, weil es halt eben, weil viele doch sehr häufig gerade in der Anfangsphase sehr viele starke überschießende Bewegungen haben, dass sie dadurch einen erhöhten Kalorienbedarf haben und es manchmal wirklich schwierig ist, diesen Kalorienbedarf über die normale Nahrung, und dann soll es ja auch noch ballaststoffreich sein, es sollen alle Vitamine drin sein, es muss ausreichend Flüssigkeit zugeführt werden, und dass das alles häufig zu Stress, sowohl bei demjenigen, der den Kranken betreut, als auch bei demjenigen Stress sorgt, bei demjenigen, der das auch alles zu sich nehmen soll. Und da könnte es schon mal früher sinnvoll sein, gerade wenn die Schluckstörungen im Vordergrund stehen, eine sogenannte perkutan-endoskopische Gastrotomie, so heißt die ganze Sache mit PEG abgekürzt, anzulegen, um eine zusätzliche Ernährung, und das ist eben auch wichtig, weil der Schlauch hier, der wird ja wieder rausgezogen und dann verbleibt nur noch dieses Schlauchrest am Bauch, und der lässt sich eigentlich auch mit der Kleidung immer sehr gut verdecken, und man kann diese Nahrung zum einen über ein Beutelsystem und eine Pumpe verabreichen in den Magen. Aber man kann auch da sogenannte Bolusgaben machen. Das heißt also, ich kann jetzt hier an der Stelle eine Spritze anschließen und zwischendurch einfach mal 250 Milliliter Sonnenkost verabreichen als Zwischenmahlzeit.
Und da braucht man jetzt hier nicht stundenlang am Beutel zu hängen, sondern ich verabreiche das und führe somit zusätzliche Kalorien zu. Und dadurch, dass eben dieser Anschluss hier am Magen ist, bleibt der obere Bereich vom Magen, Nase und Kehlkopfbereich, der bleibt völlig unangetastet, sodass ich trotzdem weiterhin Nahrung über den Mund verabreichen kann, der dann ohne Störungen in die Speise, über die Speiseröhre in den Magen gelangen kann. Und das, denke ich, ist gerade auch bei denjenigen, die vielleicht zum Beispiel auch Schwierigkeiten mit dem Trinken haben und wo dann sehr häufig Flüssigkeitsmangel auftritt, gerade jetzt auch, wenn es dann doch vielleicht vom Wetter her mal wieder ein bisschen wärmer wird, dass das letztendlich alles eine unterstützende Maßnahme ist, bei der der Betroffene oder die Betroffene dann ausreichend mit den von mir gerade aufgezählten Nahrungsmitteln unterstützt werden kann. Und vor allen Dingen ist da, was von vielen auch so ein bisschen unterschätzt wird, wichtig, ausreichend Eiweiß zuzuführen, weil Eiweiß zum Erhalt der Muskulatur enorm wichtig ist. Und gerade in den während den Anfangsphasen der Erkrankung, wenn es dazu kommt, dass nicht ausreichend Kohlehydrate zugeführt werden können, holt der Körper sich leider Gottes die Muskulatur an Armen und Beinen schneller. Das kennen wir ja alle, wenn wir mal eine Diät machen. Der Bauch, der bleibt immer bis zuletzt stehen. Das Fettpolster geht eben als sichere Reserve immer erst als letztes verloren, weil der Körper sich erst das viel leichter aufschließbare Eiweiß der Muskeln holt. Und das sind dann Verluste, die natürlich für den Körper nur schlecht wieder zu kompensieren sind. Das heißt, das Bäuchchen bleibt stehen, aber die Kraft und auch die Energie, der Energieverlust durch diese Mangelernährung, die vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, gefühlt hat man ja dann immer so die Situation, dass wer weiß, wie viel Nahrung dazugeführt wird und letztendlich aber das gar nicht dann aber gar nicht an Kalorien so viel isst. Und dann über Fett zu arbeiten, ist für viele auch problematisch. Mit Fett hat man natürlich einen enormen eine ordentliche Energiegabe. Allerdings ist es so, dass für viele Fett eher ein Problem ist und es dann häufiger auch zum Erbrechen kommt. Ja, also vertrete die Auffassung, ich weiß, es ist natürlich ein Eingriff, aber ich vertrete halt die Auffassung, dass man nicht bis zur letzten Lebensphase warten sollte, um eine PEG zu legen, sondern die PEG eher zwischendurch schon als Unterstützung angelegt werden sollte. Und vielleicht da auch nochmal der Hinweis, es ist ja doch schon so, dass eine PEG auch nach ein, zwei Jahren auch mal erneuert werden muss. Und dann kann man sich natürlich auch noch mal neu damit auseinandersetzen, ob eine solche Anlage nötig ist oder ob es dann eben auch keine weitere Neuanlage geben muss. Um dann auch so ein bisschen das Gefühl zu nehmen, dass man dann von dieser PEG-Sonde bis an sein Lebensende dann abhängig ist und ernährt wird. Gut, also das ist dann eigentlich als, ich hoffe, das können jetzt auch alle wieder sehen. Das ist eigentlich dann auch immer eine Konsistenzform, die von vielen sehr gut geschluckt werden kann. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass man möglichst weiche und vor allen Dingen auch, was von vielen besser geschluckt wird, sind zum Beispiel kalte Speisen, weil die im Mund dann einen deutlichen Eindruck hinterlassen. Man könnte jetzt natürlich sagen, kalte und heiße Speisen, aber bei den heißen Speisen ist natürlich die Verbrennungsgefahr zu groß. Ne? Also da
sollte man sich doch dann eher zurückhalten und dann leider auf die kalten Speisen zurückgreifen. Was man auch sehr gut nehmen kann, sind zum Beispiel sogenannte Fruchtdicksäfte. Wir empfehlen ja eigentlich immer auch Flüssigkeiten anzudicken, aber wenn man zum Beispiel so eine Dickmilch nimmt oder einen Fruchtdicksaft, dann sind die von der Fließgeschwindigkeit durch, dadurch, dass sie so sehr dick sind, schon träger. Und das heißt also, die Koordination, die ich eingangs gesagt habe, dass der Kehldeckel rechtzeitig die Luftröhre verschließen kann, wenn da irgendwas ankommt, ist dann eher gegeben, wie wenn ich jetzt einfaches Wasser nehme oder Kaffee. Kaffee und Wasser laufen einfach schneller hinten in den Hals hinein und führen dann eher auch dazu, dass sich jemand verschluckt. Letztendlich lohnt es sich natürlich auch, nicht bei jedem Verschlucken und Husten zu sagen, oh, ich glaube, wir müssen das Nahrungsmittel von der Speisekarte streichen, aber da wirklich auch aufmerksam zu sein, wie zum Beispiel, was ich vorhin sagte, Reis, krümelige Speisen außen vor zu lassen und aber auch zum Beispiel, was mal einmal ein Problem war, war eine Mozartkugel. Also es ist ja dunkle, harte Schokolade mit einem weichen Kern zwar, aber diese Mozartkugel ist dann tatsächlich hinten vor die Luftröhre gerutscht und bis die Schokolade dann geschmolzen war, hat die schon auch eine erhebliche Luftnot verursacht, weil die dann als Kugel hinten genau davor saß und nicht vor und nicht zurückging, bis dann praktisch, wie gesagt, durch die Körperwärme die Kugel geschmolzen ist. Also solche Sachen, da muss man wirklich im Vorhinein, ist immer das Beste, um einen Verschlucken zu verhindern, dass man da bei der Konsistenz und bei der Position drauf achtet. Oh, ich werde gerade von unserem Kater anmiaut. Gibt es dazu noch Fragen? Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Erstmal vielen Dank, liebe Christian, für die Ausführungen zum Thema Ernährung und Schlucken. Ich selber habe eine Frage, und zwar kam es gestern auf, das Thema Schaumkost. Schaumkost insoweit, wir haben mal da was gehört, auch in Heiligenhafen oben gibt es verschiedene Firmen, die das Thema anbieten. Jetzt gab es da eine Rückmeldung vom Angehörigen, der gemeint hat, das wäre für den privaten Bereich überhaupt nicht bestimmt. Wenn man das Ganze sehr, sehr kühl lagern muss, auch mit bestimmten Flaschen, und dass es gar nicht so einfach wäre. Hast du da Erfahrung in dem Bereich? Also man muss ja ganz klar sagen, dass diese ganzen Nahrungsunterstützungsmittel, auch zum Beispiel die Sonnenkost, dass die sehr schnell verkeimen. Also und deshalb ist es natürlich schon wichtig, also wenn ich da eine angebrochene Flasche habe, dann muss die natürlich auch sofort wieder kühl gestellt werden. Es gibt zum Beispiel auch industriell hergestellt, aber das kann man sich zum Beispiel auch von Dr. Oetker bestellen, gibt es zum Beispiel auch, das ist dann praktisch so ein Fleischpellet, was dann so aussieht wie ein Schnitzel, aber eben passiertes Fleisch ist und das kriegt man, glaube ich, als normal Endverbraucher auch nicht so einfach bestellt, aber bei den diesen Zusatzergänzungssachen wie eben diese Schaumkost oder die Sonnenkost, da ist tatsächlich immer darauf zu achten, dass man die Sachen nach Benutzung dann immer sofort kühl stellt. Ne? Dass also dadurch, dass gerade flüssigkeitshaltige Nahrung und sehr eiweißreiche Nahrung, die neigen halt dazu, dass da sich sehr schnell Pilze draufsetzen und dass die sehr schnell verkeimen. Und von daher muss man da, also ich stoße mich jetzt so ein bisschen daran, das wäre jetzt nichts für den häuslichen Gebrauch,
Man muss halt eben dann auch genau zu Hause wissen, wie man damit umgeht. Das ist schon richtig, ne? Also von daher, alles, was da unterstützend ergänzen kann, denke ich, ist natürlich dann auch wichtig, dass man es nutzt, ne? Christine hat noch eine Frage. Welche hochkalorischen Zusatzmittel, zum Beispiel zum Trinken, können Sie empfehlen? Meine Schwester lehnt Sonden ab. Und natürlich auch, es gibt doch ärztliche verordnete Zusatzkost. Ja, also bei der Zusatzkost ist es halt eben immer so, dass diese Zusatzkost bei zehrenden Erkrankungen von den Krankenkassen übernommen wird. Und leider Gottes, also wir hatten mal jemanden, der das auch keine PEG wollte und aber die Sonnenkost so getrunken hat, dann aber trotzdem Schwierigkeiten hatte, dass sie ärztlicherseits verordnet wurde. Also hätte er eine PEG gehabt, hätte er die Sonnenkost verordnet bekommen und als normale Trinknahrung ist es meines Wissens nach wie vor schwierig, dass man die Sonnenkost oder Zusatzkost ärztlicherseits verordnet bekommt. Ich glaube, das trifft immer nur für den Sonnenkostfall zu. Ansonsten muss man tatsächlich die Nahrung selber, die Flaschen selber bezahlen. Bei der Sonnenkost, ich weiß, da war ja auch gerade noch die erste Frage, ich weiß jetzt nicht, weil bei Sonnenkost denke ich jetzt immer an das, was so milchig braun daherkommt. Es gibt die natürlich auch in Tropical oder Brombeere, Erdbeere. Das ist dann auch eher wie so ein Fruchtgetränk. Man kann natürlich auch eben diese ganzen Dickmilchjoghurts oder so, die kann man natürlich auch nehmen. Oder was letztendlich auch Flüssigkeit ist, ist ja zum Beispiel auch Apfelmus oder Joghurt. In Joghurt sind praktisch 75% eines Joghurtbechers sind letztendlich Flüssigkeit. Also das kann man dann praktisch für die Flüssigkeitsbilanz auf die Habenseite dazu schreiben. Wenn so ein Becher dann 125 Gramm hat, dann kann man davon sicherlich 100 Milliliter als Flüssigkeit verbuchen und hat dann praktisch den doppelten Effekt. Ich habe Flüssigkeit zugeführt, aber ich habe auch Eiweiße zugeführt. Und das sind eigentlich das, was ich so an gängigen Sachen weiß, was man natürlich aus dem Bodybuilding-Sportbereich nutzen kann, sind natürlich diese ganzen Eiweißpulver. Ne? Also da ist ja immer ordentlich Eiweiß und Energie drin. Und das kann man natürlich dann in jedes x-beliebige Getränk, auch mit den unterschiedlichen, auch sogar vegan gibt es ja mittlerweile auch. Es gibt die ja sogar auch vegan, diese Eiweißprodukte. Das kann man dann also immer als Ergänzung unter die Getränke rühren, sodass man da nicht zwangsläufig auf die Sonnenkost angewiesen ist. Ja, die Roswitha hat noch eine Anmerkung. HIP hat auch gute hochkalorische Trinkkost und auf der Webseite ein ausgefülltes Muster für ein Arztrezept kann man sich schreiben lassen. Denke, das sind viele andere auch. Und die Jeanette, die schreibt zurück zum Pflegegrad. Wie stuft der MDK die Pflegezeit ein? Gibt es eine Tabelle? Ich habe 21 Stunden pro Monat vor 4 Jahren für die Pflege meines Mannes anerkannt bekommen. Ich stelle bald einen neuen Antrag auf Höherstufe. Pro Woche. Ja, macht mehr Ergänzung. Also am sinnvollsten ist es tatsächlich, diesen Rechner, kann ich da nur noch mal sagen, diesen Rechner einfach mal auszuprobieren. Ich weiß ja nicht, wann war jetzt, vor 4 Jahren, das müsste ja dann eigentlich
gut, sie ist ja dann automatisch im Pflegegrad anders eingestuft worden. Aber die Begutachtung vor 4 Jahren, das müsste ja, die Reform war 2017, wenn ich richtig orientiert bin, dann ist ihr Mann, Jeanette, ist ihr Mann ja noch nach dem alten, ja genau, genau, kurz vor der Reform, richtig, nach der alten Beurteilung eingestuft worden. Und daher kommen wahrscheinlich auch diese 21 Stunden. Das wird zwar heutzutage auch mit dieser Zeit veranschlagt, aber wie ich ja vorhin sagte, sind da jetzt ja ganz andere Kriterien in die Waagschale geworfen worden. Und da sind ja so viele dazugekommen, also das macht auf jeden Fall Sinn, da einen Antrag zu stellen und das über den Pflege.de-Rechner einfach mal auszuprobieren, um dann zu sehen, wo man da heutzutage landet. Also ich denke mal, das macht auf jeden Fall Sinn. Zumal die, wenn das jetzt 4 Jahre her ist, kurz vor der Reform, die Grundlage für die damalige Einstufung, auch wenn das da ja jetzt eine Anpassung an den vermeintlich höheren Pflegegrad, also jemand, der damals in Pflegestufe 2 war, der kam ja automatisch in Pflegegrad 3 zum Beispiel. Aber es gab ja eigentlich bei den Pflegestufen, gab es ja eigentlich diese Einteilung damals auch schon. Da hat man zwar immer nur von 3 Pflegestufen gesprochen, aber es gab zum Beispiel die 0 und die 3 hatte zum Beispiel einen erhöhten Erschwernisgrad, sodass man da letztendlich dann auch auf 5 kam. Also 0, 1, Pflegestufe 1, 2, 3 und 3 plus. Also das waren auch 5. Und dementsprechend ist dann auch eine Einstufung von 2 nach 3 praktisch auf dem gleichen Niveau. Allerdings muss ich auch sagen, mit mehr Geld verbunden. Aber da jetzt zum Beispiel im Pflegedienst die Gehälter natürlich auch dann nach und nach gestiegen sind, gleicht sich das natürlich dann auch letztendlich schon wieder aus. Gut, zum Bereich Ernährung und Schlucken keine weiteren Fragen. Dann möchte ich hier mal einige Pflegesessel-Hilfsmittel vorstellen. Das ist jetzt zum Beispiel einfach von der Firma, habe ich mal so im Internet gefunden, von der Firma Kranich. Das ist ein einfacher Pflegesessel, in Anführungsstrichen einfach. Der hat halt eben die Möglichkeit hier mit Aufstehhilfe, dass man den hochfahren kann. Und ein Beinteil, dass man das Gerät auch in eine Liegeposition bringen kann. Dann habe ich hier einmal einen Pflegerollstuhl. Das war jetzt zu weit. So schnell wollte ich noch nicht. Bei dem Pflegerollstuhl gegenüber einem normalen habe ich hier auch nochmal wieder, möchte ich nochmal wieder auf das Thema hinweisen, dass ich hier gegenüber dem normalen Rollstuhl, der sicherlich für zum Zusammenklappen und ins Auto packen super hilfreich ist, aber der natürlich wenig Unterstützung im Rückenbereich hat gegenüber diesem Pflegerollstuhl. Und vor allen Dingen, was man hier, denke ich, auch gut sehen kann, ist, dass dieser Pflegerollstuhl Neigungswinkel verstellbar ist. Und damit, da war nämlich letzte Woche auch eine Frage von einem Herrn, welche Alternativrollstühle es denn gibt, außer dem Huntington-Sessel. Und da finde ich hier diesen Skandinavien-Pflegerollstuhl, kann man einfach Pflegerollstuhl eingeben. Die haben in der Regel auch eine Hilfsmittelnummer und das ist dann eben auch so ein Multifunktionsgerät, wie man heutzutage ja schön, gerne sagt, weil der hat, wenn man das sich hier im hinteren Bereich anguckt, das sieht man hier, glaube ich, auch nochmal besser, der hat eine sogenannte Schiebehilfe. Und hier über die Zahnräder an den Seitenteilen ist praktisch aus diesem normalen Rollstuhl ein Rollstuhl mit Elektroantrieb gemacht worden. Diese Griffe werden dann hier oben reingesteckt. Ja, und dann kann man praktisch über Berg und Tal mit dem Rollstuhl längere Strecken überwinden und muss sich da gerade bei den Anstiegen nicht so abquälen.
Und das hat sich also gerade bei dem Herrn, der in diesem Rollstuhl überwiegend sitzt, als sehr positiv ausgewirkt, weil man dadurch doch auch für die Angehörige leichter längere Strecken, vor allen Dingen auch Steigungen überwinden kann. Ja, und dann natürlich noch den Huntington-Sessel, den ich vorhin schon mal vorgestellt habe, wobei ich dazu sagen muss, der von der Deutschen Huntington-Hilfe ausgewiesene mit der Hilfsmittelnummer, der ja ROM heißt, der hat leider diese tolle Funktion nicht. Das ist hier ein neues Modell, neueres Modell, nicht ganz neu, aber neueres Modell, weil das wird ja leider Gottes doch auch immer wieder von vielen Kollegen auch in der pflegerischen Versorgung, in der im stationären Bereich doch leider immer wieder bemängelt, dass man bei diesem Sessel, der seine Vorzüge genau dadurch hat, dass die Sitzposition nach hinten auch ein bisschen geneigt ist, um zu verhindern, dass die Betroffenen leicht aus dem Rollstuhl herausrutschen, ist das natürlich letztendlich auch das Manko, wieder aus dem Sessel herausmobilisieren. Und da hat die Firma Careline, die ja diesen Sessel hier vertreibt, mittlerweile auch nachgebessert. Und da gibt es auch jetzt hier so eine manuelle Aufstehhilfe, wo man dann also das Beinteil kann man ja vorne wegklappen und dann, indem man über die Zugriffe hinten, konnte man vorher ja auch schon, das sollte man auf jeden Fall jetzt bei dem alten Modell auch immer nutzen, dass ich das Rückenteil möglichst weit nach vorne fahre, um jemanden in den Stand zu bringen, aber hier auch noch die Sitzneigung nach hinten jetzt eher nach vorne gebracht wird. Und neuerdings gibt es ja auch dann ein entsprechendes Pflegebett. Da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Ich habe in einer Einrichtung ein sehr großes Bett gesehen. Ich finde ja immer, dass bei den Betten der Raum innerhalb des Bettes eben über Stillkissen, Lagerungshilfsmittel, Decken oder auch Spezialkissen eng gemacht werden sollte, weil das den Betroffenen viel mehr hilft, sich da zur Ruhe zu kommen, wenn ich da eine Grenzerfahrung mache, dass das für viele Betroffene doch so ist, dass sie unterstützt, da zur Ruhe zu kommen und dass die Fläche gar nicht so groß sein muss, was oftmals dann auch eher ein Problem ist bei der Versorgung. Also wenn jetzt jemand dann in einem doppelt so großen Bett sich befindet und ich müsste dann da immer reinkriechen, denke ich mal, das ist dann doch eher ein bisschen schwierig. Da gibt es gerade, glaube ich, eine Frage zu. Also wir können aber ein bisschen, mach das Kapitel ruhig zu Ende und dann machen wir die Fragen zum Schluss. Okay, gut. Ja, sind wir jetzt eigentlich auch. Ach so, okay. Ja, nee, ist ja alles gut, hast ja recht. Ja, Das war auch die letzte Folie. Also da bei den Hilfsmitteln, denke ich, da gibt es ganz viele. Da kann ich auch individuell nochmal auf Fragen sehr gerne eingehen. Ich blende gleich auf der nächsten Folie auch nochmal meine E-Mail-Adresse ein, weil da muss man natürlich dann nochmal gucken, welcher Bereich ist da jetzt am stärksten betroffen und welches Hilfsmittel passt da am besten zu. Ne? Also es gibt sicherlich auch in der Gemeinschaft aller Betreuenden von Huntington-Erkrankten gibt es sicherlich auch so einen großen Erfahrungsschatz. Das erfahre ich ja auch immer bei diesen gemeinsamen Treffen halt eben auch immer, dass von vielen da schon was ausprobiert wurde. Aus ganz unterschiedlichen Bereichen diese Hilfsmittel auch kommen, die zum Teil ja eigentlich gar keine Hilfsmittel sind, sondern Alltagsgegenstände und die dann aber denjenigen in der Situation, in der er sich gerade befindet, sehr gut unterstützen können. Ne? Also da denke ich, da kann man sich auch ganz vertrauensvoll an die Gemeinschaft der Huntington-Vereinigung wenden. So, dann schauen wir mal. Gibt es von der Kasse Unterstützung für den Umbau des Autos für eine Rampe für den Rollstuhl-Caddy? Wie hoch wäre die Unterstützung? Ab Pflegegrad 2 aufwärts, das ist ja das, was ich vorhin sagte, gibt es
Umbaumaßnahmen, Unterstützung zu Umbaumaßnahmen in Höhe von 4.000 Euro. Das ist natürlich für so einen Umbau am Auto relativ wenig. Nichtsdestotrotz, wichtig ist immer, wenn man eine Umbaumaßnahme im Haus, kann man ja auch Rampen, Außenbereich oder innerhalb der Wohnung machen kann, sollte man sich immer erst vertrauensvoll an seine Kasse wenden, muss man einen entsprechendes Kostenvoranschlag einreichen, um dann praktisch die Förderung zu bekommen. Wie heißt das Bett? Das Bett ist das Huntington-Bett von Careline. Zur nächtlichen Unruhe, das belastet alle sehr. Welche Medikamente empfehlen Sie, damit der Patient nicht nächtlich herumwandert und durchschläft? Ja, das ist jetzt eigentlich eher eine Frage, die natürlich in den medizinischen Bereich fällt. Und das muss man sicherlich auch individuell sehen. Aus pflegerischer Sicht empfehle ich zum Beispiel eine Einreibung mit Lavendelöl. Oder auch zum Beispiel ein Lavendelölkissen, also so ein Duftkissen, was das wirkt beruhigend. Was man an Strategien abends machen kann, ist natürlich, dass man zum Beispiel vor dem Zubettgehen eine motorische Aktivität macht, dass man zum Beispiel die Beine beruhigend mit warmem Wasser auswäscht. Vom Knie, so wie ich es vorhin gezeigt habe, zum Beispiel zum Fuß oder ein kleines Fußbad macht. Das kann hilfreich sein. Medikamentös sind natürlich die einfachen schlafanstoßenden Medikamente oft in der Anfangsphase hilfreich. Hat sich sehr häufig aber auch das sogenannte, ist ein Antidepressivum, Mirtazapin als hilfreich erwiesen, weil es in den niedrigen Dosierungen sehr gut schlafanstoßend ist und dadurch dann auch gerade was die nächtliche Unruhe angeht, dann hilfreich ist. Bei der eigentlichen Huntington-Medikation, da zählen ja zum Beispiel Thiaprid und das Tetrabenazin oder das Nitoman dazu, da ist es natürlich schon so, dass man da gucken sollte, das hat eigentlich der Professor Saft immer so bei den Eindosierungen gemacht, das hat sich immer als sehr hilfreich bewiesen, dass die zum Abend hin nochmal eine sehr hohe Dosis zum Beispiel von dem Nitoman verabreicht wurde oder werden sollte. Das heißt also, wenn ich dann morgens eine Tablette, mittags eine, abends eine oder mittags eine halbe, abends eine halbe und dann zur Nacht auch nochmal eine oder am Abend zwei Tabletten verabreiche, dann können dadurch natürlich die motorischen Unruhen auch besser reduziert werden. Und tagsüber ist es ja doch so, dass die motorischen Fähigkeiten alle benötigt werden und diese Medikamente ja auch eher zum Beispiel negative Auswirkungen darauf haben, dass man zum Beispiel gut schlucken kann. Ne? Also wenn ich tagsüber vor dem Mittagessen die Medikamente einnehme, dann kann das also schon dazu führen, dass das Schlucken beim Mittagessen schlechter ist. Also sollte man mittags vor den Mahlzeiten schon mal keine Tablette einnehmen und sollte dann nicht unbedingt auch die Höchstdosis sein. Was, glaube ich, in der Situation, das ist ja, so beschreiben Sie es ja auch, Christine, dass das für alle sehr belastend ist, was man natürlich immer vermeiden sollte. Und da weiß ich natürlich auch, dass man da ja auch im Alltag, dass das immer sehr schwer fällt, ist, dass die Betroffenen in den Mittagsphasen zu lange Ruhepause haben. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist. Also wenn jemand mittags einen ausgiebigen Mittagsschlaf macht, dann hat er natürlich auch Schwierigkeiten, abends einzuschlafen. Oder es gibt viele, die schlafen schon
um 18, 19 Uhr ein und sind dann nach 3-4 Stunden wieder wach. Das ist natürlich dann für den Betreuenden auch immer eine Katastrophe. Also auch da gucken, dass man dann eher versucht, nach Möglichkeit das in den Abend möglichst weit hineinzuschieben, bevor man da die nächtliche Ruhe einläutet. Das ist natürlich im Einzelfall immer genau die größte Herausforderung zu bewältigen. Und da muss man halt eben mit seinem Neurologen gut zusammenarbeiten, auch mal das ein oder andere Medikament ausprobieren. Das können auch die sogenannten Neuroleptika sein, die dann da besser helfen. Aber wie gesagt, auch einfach mal mit so Hausmitteln wie Lavendel und anderen Dingen arbeiten. Carmen fragt, welche Erfahrungen haben Sie mit Matten, die man vor dem Bett auslegen kann, unter anderem Sensormatten? Also vor dem Bett haben wir bei uns im Haus so sogenannte Sturzmatten, aber Sensormatten, sollen die mich dann darüber informieren, dass jemand aufsteht? Carmen? Diese Sensormatten, ich kenne Matten, die Vibration verbreiten. Genau, Sturzmatten, die haben Sensoren, die eine Meldung zum Beispiel an das, okay, die Sensormatten sind sehr teuer, aber hilfreich. Genau, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Also wenn es da Sturzmatten mit Sensoren gibt, dann ist das schon eine Klasse weiter. Wir haben ganz normale Matten und die letztendlich beim Sturz einfach verhindern. Aber ich denke mal, das sind zum Beispiel auch Sachen mit den Sturzmatten mit Sensoren. Da wird es in absehbarer Zeit wahrscheinlich technische Entwicklungen geben. Also da würde ich auch immer mal wieder eingeben und googeln, weil gerade was ja solche Rückmeldungstechniken angeht, das sind ja doch im Moment Entwicklungen, die ziemlich rasant sind, sodass sie vielleicht auch bald günstiger werden können. Ja, danke, Carm. Er hat auch nochmal den Namen von Tom, dem Bett eingegeben. Ich meine Matten, die vor Verletzungen, ja. Also da muss ich passen, da kann ich jetzt leider die Sturzmatten, kann ich jetzt keine Firma nennen, aber das, wie gesagt, gleich kommt meine E-Mail-Adresse. Da können Sie mir gerne nochmal die E-Mail schreiben und mir damit Ihre E-Mail zukommen. Da kann ich mich bei uns im Haus erkundigen. Da haben wir eine Kollegin, die ist für diese Sturzmatten zuständig, wo man diese Matten käuflich erwerben kann. Ab welchem Einkommen bin ich als Kind verpflichtet, die Pflegekosten, die von der privaten Pflegeversicherung nicht übernommen werden, zu tragen? Ich meine, da könnt ihr beiden, seid ihr ja sicherlich auch erfahren. Also mein neuester Kenntnisstand ist dazu, das ist ja jetzt gerade nochmal hochgesetzt worden, 100.000 Euro. Ja, ne? Also das ist doch, die beiden nicken. Also, das ist ja so richtig, ja. Genau. Ich hoffe, das ist beruhigend beantwortet für Christina. Ja, was soll ich sagen? Wir haben 11.53 Uhr. Wir nähern uns 12 Uhr. Ja, also wie gesagt, für mich war das eine besondere Erfahrung, weil ja so ein bisschen die Rückmeldung da gefehlt hat. Aber an den Fragen habe ich ja dann doch erkannt, dass ich da mit meiner Präsentation bei den, ich hoffe, bei den meisten jedenfalls dann auch nah an Bedürfnissen war, dran war. Und ja, hoffe, ich habe mit meinem Vortrag einigen helfen können. Und wenn im Nachgang vielleicht jetzt einfach noch Fragen auftauchen, dürfen Sie sich gerne über meine Internetadresse an mich wenden. Und ich versuche mich dann unter anderem eben auch wegen dieser Sturzmatte da ja, bei Ihnen zu melden. Jetzt habe ich mal an die Gruppe nochmal eine Erfahrung, eine Frage. Da hatte ich letztens von einer Angehörigen eine Frage.
ob es eine zeitliche Begrenzung für eine berufliche Tätigkeit gibt, ob jemand von Ihnen da schon mal was gehört hat, ob es da, dass die Pflegekasse gesagt hat, ja, wenn Sie so und so viele Stunden am Tag arbeiten, dann können Sie ja Ihren Betroffenen mit Pflegegrad 3 gar nicht weiter versorgen. Also ich sag mal, wenn jemand Pflegegrad 5 hat und ich bin die Hauptpflegeperson und ich gehe einer 10-Stunden-Tätigkeit mit An- und Abfahrt nach, dass das ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist, glaube ich, sofort. Aber ansonsten, vielen Dank, Herr Boch. Noch eine Frage. Es gab mal eine Online-Sprechstunde. Ich glaube, mit kann man die nochmal rumschicken. Das ist dann eher an euch die Frage. Bitte sehr, Christine. Gerne. Hat mir, wie gesagt, auch Spaß gemacht. Ihr beantwortet die Frage mit dem Dr. Lange? Ja, mit. Genau. Okay, gut. Hat da jemand, um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, hat da jemand von Ihnen die Erfahrung bezüglich einer zeitlichen Begrenzung seiner beruflichen Aktivität? Ah ja. Ja gut, das mit dem... Ach so, ja, okay. Ja gut, das ist ein Ansatzpunkt. Ja gut, das ist ja mit der Pflegeversicherung ist das ja immer noch so. Ja gut, alles klar. Vielen Dank, Roswitha. Oh, ist natürlich auch nicht, aber ich kann auch nochmal die Frage mitnehmen, was unsere Sozialarbeiter dazu sagen. Können wir nochmal umfragen. Okay. Ich habe immer zu viel gearbeitet. Ja, das tut mir leid für Sie, Roswitha. Es geht uns ja oft so, dass wir zu viel arbeiten. Somit habe ich nichts bekommen, ja. Okay. Dann sage ich mal ganz, ganz herzliches Dankeschön, Christian, für diese umfangreiche Darstellung heute und die Aufbereitung der Unterlagen. Ganz dickes Dankeschön auch an Lea, dass sie hier zur Verfügung stand. Richtig hier aus, ja, genau, gerne. Ja, danke. Dankeschön. Ja, bitte sehr. Genau. Und auch, dass du darüber hinaus nochmal zur Verfügung stehst, das ist, glaube ich, auch für uns sehr, sehr hilfreich und sehr wertvoll. Das schätzen wir sehr. Gut. Ja, gerne. Dann wenn du mal dein Bildschirm beendest, dann habe ich noch zwei, drei Sachen zum Schluss. Genau. Stoppen, ne? Du sagst stoppen, so, genau. Ja. Und ich gehe nochmal rein und präsentiere. Ja. Super. Ich habe noch ein paar Ergänzungen aus DHH-Sicht. Also zum einen mal, also wir werden die Unterlage bereitstellen, die Aufzeichnung bereitstellen und eine Linkliste wird es geben. Da kann ich genau solche Dinge ergänzen wie den Pflegegradrechner. Wenn ich finde, die Seite von HIP mit dem Arztrezept, alle möglichen Dinge, die heute besprochen wurden, nehme ich damit rein. Kommt alles. Darüber hinaus gibt es auf unserer Webseite Infoblätter zum Herunterladen. Ich habe hier mal geguckt, was passt denn so grob in dieses Thema von heute. Da haben mir ein paar eingefallen, die kann man sich angucken. Ansonsten findet man auch die komplette Liste aller Infoblätter. Und wir haben auch eins für Thema Elternunterhalt, was ja mehr ein juristisches Thema ist. Aber auch da haben wir was. Einmal reingucken, was für Sie jeweils da interessant und passend ist. Wir haben auch ganze Menge Infomaterial, Broschüren. Das sind mir die spontan eingefallen. Mach schnell und warte, da geht es um kognitive Störungen. Das Mümmelchen-Kochbuch für Menschen mit Kauproblemen. Und den ganzen A-Z-Wegweiser, der auch viele Themen mit Pflegeeinstufungen, Pflegeleistungen beinhaltet. Von A-Z, von Autofahren bis Zuzahlung gibt es da was. Und sonst auch da, wir gucken Sie in die ganze Liste rein, was es da gibt, kann man alles in Duisburg Next Chat-Stelle bestellen. Genau. Ein anderes Ding, wo wir gerade dran arbeiten, eine Broschüre in Erstellung, kommt von Huntington Amerika, beschreibt die Huntington-Krankheit im mittleren und späten Stadium. Enthält auch sehr viele von den Themen, die wir heute angesprochen haben. Sind wir noch in Erstellung. Wir wissen noch nicht, welche Schutzgebühr wir dafür erheben werden. Und wer sich aber das schon mal vormerken will, werden dann nicht ungefragt gegen Forderungen von 20 und mehr Euro das Buch rausschicken, sondern die sie informieren, sobald es da ist. Kann sich gerne schon mal an unsere Geschäftsstelle wenden. Wir sind gerade mit dem Korrekturlesen in den letzten Zügen, sag ich mal so, kurz vor Druck. Genau, dann nochmal die Liste unserer Ansprechpartner. Das ist zum einen mal die Geschäftsstelle, die von Montag bis Donnerstag erreichbar ist. Aber es gibt auch die Landesverbände, die jungen Leute sind ansprechbar und wie gesagt, die ganzen regionalen Gruppentreffen wenden Sie sich gerne auch an die. Ein Ausblick auf Online-Angebote der DHH.
Es ist in Planung, das nächste Online-Seminar definitiv im September mit Herrn Landwehrmann und Herrn Saft. Dazwischen wird es auch welche geben, da sind wir schon in Kontakt mit möglichen Referenten. Online-Treffen der jungen Leute findet wöchentlich statt. Jeden Sonntagabend, 18.30 Uhr, kann man sich anmelden. Und sehr zu empfehlen, der Podcast von Alina, heute mit einer ganz neuen Folge wieder erschienen. Das ist ein Interview mit mir heute drin. Hört mal rein. Genau, das war's von mir noch. Ich habe auch noch Vorschläge, neue Vorschläge für weitere Webinare. Nein, ich habe Online-Seminare gesagt. Genau. Haben wir auch nur verstanden. Ja, genau. Also ich habe ein paar Themen mitgebracht, nochmal eine Vertiefung, Thema Pflegegrad, Einstufung, Pflegeleistung. Ich glaube, da kann man noch viel mehr machen. Die ganzen Pflegeleistungen insbesondere, mit was wie Verhinderungspflege und so weiter möglich ist. Schlucken, Sprechen, logopädische Themen, Physiotherapie, das kam gestern als Vorschlag rein. Kommunikation mit Erkrankten fand ich auch ein schönes Thema. Ja. Und wem irgendwas anderes einfällt, darf gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist noch nicht geändert, von daher, die hat noch das geschützte Wort. Da warte ich mal kurz, was so geklickt wird. Gibt schon klare Favoriten. Okay, es ist also ist für uns eine Rückmeldung, welche Themen interessant sind, wo die Leute sagen, jawohl, das klingt gut, dass wir ein bisschen eine Priorisierung vornehmen können, wo gehen wir auf Referentensuche und was kann man machen. Das lasse ich mal so stehen. Da kommt das Ergebnis. Kommunikation mit Erkrankten ist gewünscht. Physiotherapie, Logopädie, Pflegegradeinstufung. Alles kurz dahinter, also alles relevante Themen. Von daher gut, danke für die Rückmeldungen. Nehmen wir gerne so mit. Genau, das beende ich jetzt hier mal alles. So, damit sind wir wirklich am Ende. Ich habe nichts mehr dem hinzuzufügen. Nochmal herzliches Dankeschön, Christian und an Jochen. Sehr gerne. Auch von mir. Vielen Dank an Christian und an die Michaela für die Technik. Und an Horst, der das aufzeichnet. Richtig. Genau, super. Der Horst. Also, genau. Habt einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Ja, gleichfalls. Lasst euch gut gehen, alle zusammen. Und ja. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Vielen Dank an alle. Sehr schön. Dankeschön für eure Unterstützung. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.